Anja und wir sind in dem absolut süßesten Loblungs-Spiel aller Zeiten. Meiner Meinung nach, wir sind mehr Jungfrauen, also die Izzy und ich, die ist auch dabei. Hi. Hi. Und eigentlich hätte ich gerne ein Haustier. Und ich sehe hier hinten auch kleine Haustiere, deswegen... Und jetzt kannst du dir doch gar nicht leisten. Doch, ich kann mir hier einen Fisch holen. Du kannst den Fisch holen? Ich kann mir einen Fisch holen. Oh Mann. Oh mein Gott. Wie wär's denn mit dieser coolen Krabbe hier? Ich hätte gerne den Kiko, was auch immer. Heißen die nicht eigentlich Feuerfisch? Gut, ich hätte gerne den Kiko, aber leider... Kiko, der kostet 8000? Kostet der 8000, ich habe halt nur 1000. Oder ich hole mir den Fisch, ich hole mir jetzt den Fisch. Ronja, lass arbeiten gehen, wir können uns Kiko holen, okay? Okay, dann lass uns arbeiten gehen. Ich möchte gerne im Café arbeiten. Ja, das ist nämlich hier oben, das habe ich schon erspäht. Kann man aber natürlich nur wieder Kaffee trinken. Vielleicht will ich auch wieder Kaffee trinken. Oh mein Gott. Das ist so hübsch. Okay, hier steht, müssen die Bestellungen, die hier stehen, einfach machen und dann kriegen wir nämlich an Geld. Also, ich kann die Bestellung hier vorne annehmen. Ich habe jetzt hier eine Kaffeetasse. Okay. Okay, das erste Order Nummer 1 ist Medium. Das ist wahrscheinlich das hier. Einmal. Ah nee, das ist Karamell. Oh, das ist so cool. Das ist eine richtige Kaffeemaschine. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass Meerjungfrauen Kaffee trinken, aber jetzt will ich noch mehr eine Meerjungfrau werden. Huh? Wie kochst du Kaffee unter Wasser? Ich weiß es nicht, aber in diesen wirren Kugeln. Okay, ich habe jetzt einmal Dark Roast und jetzt brauche ich noch Hafermilch. Hafermilch ist hier. So, ist gar nicht so einfach, wenn man immer nach oben schwimmt. Okay, und das gebe ich jetzt ab an dich. Ich weiß es nicht. Hier. Komplett. Aha. Ja, hab ich jetzt Geld verdient? War's das? Was für ein stressiger Job. Guck mal, die wollen, dass wir hier 10 solche Bestellungen machen. So viele, oh mein Gott. Okay, ich helfe dir jetzt, okay? Medium. Welche soll ich machen? Ich mach von hinten, okay? Oder 10. Okay, ich mache jetzt erstmal zweimal Medium mit Mandelmilch. Mandelmilch ist hier. Tschup. Ohne Mist, Mandelmilch schmeckt so viel schlechter als Hafermilch. Das ist meine persönliche Meinung. Alle sagen immer, Mandelmilch ist so lecker. Mandelmilch ist auch nicht schlecht, aber Hafermilch. Hafermilch ist wirklich lecker. Und die ist vor allem auch gut für die Umwelt und so. Ja. Hey. Und die schmeckt besser. Das hat keine Order gematcht. Wollt ihr mich eigentlich ver... Hier. Das ist ja Quark. Lightroom? Jemand hat meine Tasse geklaut. Hier. Kaffee. Zack. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Ich gehe jetzt zum Spa. Ich habe keine Lust mehr. Warte, hier was? Mir stand gerade, ich soll ins Spa gehen für eine Belohnung. Ich gehe viel lieber ins Spa, als hier zu arbeiten. Im Café. Ja, lass mich nicht hier alleine Ich zurück. Bin schon weg. Ich habe mich wegteleportiert. Ich will doch gar nicht arbeiten. Ich hasse arbeiten. Ich will nie wieder arbeiten. Ich weiß nicht, wo meine Belohnung ist. Ich will mir nicht nochmal hier Pampe ins Gesicht schmieren lassen. Ich bin jetzt im Spa. Bist du in einem anderen Spa? Weiß nicht. Spa? Ich bin wirklich im Spa. Bist du wirklich im Premium-Salon? Oh nein, ich war im Salon. Oh, okay, warte, ich komme zum Salon. Wir kriechen einfach hin, okay? Okay, ich bin jetzt so, mal gehüpft. Oh, da können wir das jetzt schick machen. Oh mein Gott, man kann sich so Regenbogenspitzen in die Haare machen. Okay, warte, will ich pinke Spitzen für meine Haare? Okay, die kosten 150. Das kann ich mir leisten. Wow. Never mind. Hat irgendwie nicht funktioniert. Naja. Dann nicht. Ich kaufe mir jetzt trotzdem Fred den Fisch. Ich sag, wir werden niemals genug Geld verdienen, um uns den anderen kaufen zu können. Wie kann das sein, dass wir nicht genug Geld verdienen? Ich weiß es auch nicht. Das ist hier eine ganz miese Geschichte. Die Meerjungfrauen werden unterbezahlt. Was denn hier mit? Guck mal, hier kann man doch irgendwo hinschwimmen. Siehst du mal, ich bin am Spawn. Ich bin bei dir. Hier hoch den Minenschacht. So dunkles Ding, das sieht gruselig aus. Vielleicht kann man da Geld verdienen. Lass mal reinschauen. Okay. Warte. Das ist das Fashion Studio. Sieht gut aus. Warte, können wir hier Sachen designen? Okay, warte mal, hier ist eine Schaufensterpuppe. Habe ich jetzt genommen. Was? Aber, warte, ich bin verwirrt. Ich habe jetzt hier eine Schaufensterpuppe mir geschnappt. Muss ich die hier hochstellen? Okay, dann lass das Shooting machen, okay? Wir machen Shooting als Meerjungfrauen. Okay. Okay, mach ein Foto von mir. Okay, warte, ich stelle mich hinter die Kamera. Ich mache ein paar Posen, ja? Okay. Und tu mal so, als würdest du schnell schwimmen. Okay, gut. Sehr schön. Ich fühle mich veralbert. Ich habe jetzt einen Haufen Schaufensterpuppen mir hier geklaut, aber ich weiß nicht, wohin ich sie stellen muss. Ich das von dir. Okay, in Position. Okay, okay, warte, ich gehe in Position. Und los. Okay, ich gehe mal hoch.
Warte, es gibt bestimmt irgendwelche schönen Emotes, die man machen kann. Krieger 3. Den habe ich auch gerade gemacht. Krieger 2. Oh, Krieger 2 ist clean. Krieger 1. Hands on hip. Was ist das? Fashion Arm Race. Okay, jedenfalls, ich glaube, wir haben unseren Job hier getan. Wir verdienen zwar weiterhin kein Geld, aber wir haben unseren Job getan. Irgendwie sind wir pleite. Es ist Zeit für Science Class. Ich habe mich mal hingepottet. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Was soll ich tun? Ich bin mir nicht sicher. Haben wir eine Lehrerin? Ist Mia unsere Lehrerin? Die Stand ist es Zeit für Geschichts... Nee, nicht Geschichtsunterricht. Vielleicht müssen wir noch kurz einen Moment warten oder so, bis alle da sind. Okay, ich glaube, wir können uns aber nur hinsetzen. Okay, warte. Hier oben ist was. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze, steht am PC was? Oder werden wir hier gerade veräppelt und es ist gar kein Unterricht? Das ist, was ich nämlich vermute. Ich glaube, ich fliehe. Bevor ich das nächste Experiment bin. Ich renne weg. Das ist mir zu unsicher. Yeah. Okay, wir haben nach wie vor leider kein Geld. Ich will immer noch Fred den Fisch kaufen. Ich kaufe jetzt Fred den Fisch. Okay, mir reicht's. Ciao. Ich werde den anderen niemals mehr leisten können. Aber es ist okay, weil ich möchte eigentlich auch nur Fred den Fisch. Fred und ich werden gute Freunde werden. So. Hallo Fred der Fisch. Ich möchte dich gerne kaufen. Oh mein Gott. Hier sind Bubbles. Ferb, der heißt gar nicht Fred. Ich nenne den trotzdem Fred. Ist mir egal. Okay, ich habe jetzt Fred den Fisch gekauft. Fred! Ich will dich kennenlernen. Komm her. Lass eine Runde unter Wasser kuscheln. Oh mein Gott. Okay. Ich kann Fred tragen. Sieht einfach aus, als hätte ich mir so einen großen Fisch aus dem Wasser geschnappt, ne? Ich kann Fred... Nein, Fred, komm her. Ich kann Fred Liebe zeigen. Er freut er sich. Warte. Ich benenne den um. Nee, ich benenne meinen Fred. So. Meiner heißt jetzt Fred. Fred hat ein bisschen Hunger, aber eigentlich ist Fred sehr glücklich. Fred braucht nur ein bisschen Liebe. Indem ich ihn trage. Ich glaube, dadurch ist er glücklich. Wie nennst du deinen Fisch? Kaufst du dir auch einen? Nee, was soll ich mit dem Fisch? Wie jetzt? Was sollst du mit dem Fisch? Du bist eine Meerjungfrau. Jede gute Meerjungfrau hat einen Fisch. Gibt da kein Seepferdchen? Es gibt Seepferdchen. Ich werde welche finden. Warte, was ist das? Flossenshop. Oh mein Gott. Falls ich jetzt Fred... Wow! Eine coole Flosse kaufen kann oder sowas. Oder ich kann mir eine Flosse kaufen, wahrscheinlich eher. Okay, die sehen... Oh mein Gott, die sehen so cool aus. Warte. Oh, die kosten leider 4500 Muscheln. Oh nein, hättest du denn nicht Fred gekauft? Ich hab mir was gekauft. Okay. Du musst es kurz anziehen, okay? Hast du dir... Warte. Hast du dir die kleinen Feenflügel gekauft? Ich hab mir die kleinen Feenflügel gekauft, ja. Die sehen süß aus. Ich will eine schöne Transflosse, aber die sind alle so teuer. Ich werde hier abgezogen. Ich kann mir hier nichts leisten. Ich habe mein ganzes Geld für Fred ausgegeben. Auch eine Entscheidung, die ich nicht bereuen werde, weil Fred ist ein schöner Fisch. Zeig mal Fred, ja. Ich habe mir noch gar nicht gesehen. Okay, dann komm mal her. Fred ist bei mir. Wo bist du denn schon wieder hin, Leute? Ich bin unter dir. Komm immer nach unten. Ah, da bist du. Fred, wo bist du? Fred ist hinter dir. Fred schwimmt hier an der Bank. Da ist Fred. Ja, Fred sieht gut aus. Fred ist ein Hübscher. Fred sitzt gerade auf der Bank, oder? Ja. Ja. Jetzt habe ich Fred weggeschubst. Oh, was halten die Hintern? Ich meine, ja, aber Fred ist halt ein guter Kumpel. Er hat nur Angst vor dir. Ey, das stimmt überhaupt nicht. Er ist doch gar keine Fische. Du isst keine Fische. Oh, warte. Ich bin jetzt in der Tierstation. Und hier steht, ich kann Fred füttern. Und solltest du, glaube ich, auch mal. Sollte ich auch? Ja. Hab auch Muscheln verdient gerade, sehe ich hier. Okay, Fred, du kannst hier auch nickern. Kleines Schläfchen gefällig. Oh mein Gott, der legt sich hin. Oh nein. Hallo, Fred. Wie süß. Er schläft. Fred, komm mit mir. Fred will nicht mit mir kommen. Fred schläft. Na gut, kann ich verstehen. Fred bleibt jetzt in dem Bett drin, oder? Fred bleibt jetzt in dem Bett drin. Ja, lass ihn schlafen. Es ist ich lass ihn genau, sich ausruhen. Stimmt, es ist Nacht. Warte mal. Kann man sich hier Häuser kaufen? Hier kannst du Sachen wieder sammeln. Aber was sind das für Häuser? Einfach nur Häuser, glaube ich. Okay, hier ist die Akademie. Fred ist gerade mitgekommen, aber hier will ich gar nicht sein. Ich möchte gerne ein Haus kaufen. Ich würde auch gerne ein Haus kaufen. Wo macht man das? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Oh mein Gott, das ist eine Bücherei, die es hier gibt. Oh mein Gott, sieht die cool aus. Huh? Ich bin in der Bibliothek? Hi. Ja. Warte, Fred ist wieder da. Fred ist wieder da. Fred ist aufgewacht. Oh, hier arbeitet. Hallo, Liara. Liara. Hallo.
brauchst du, mein Freund? Okay, ich kann mir ein Buch empfehlen lassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, sie hat mir hier eine Buchempfehlung gegeben von der ganzen Serie. Und sie meinte, falls ich kein Fan von Gott-Fantasie-Geschichten bin, dann vielleicht die Web-Schwimm-Serie. Es geht um ein schlaues Kind und sie sind in irgendeinem Spinnenweben-Ding eingefangen. Das klingt jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Er redet jetzt noch... Nee, ich möchte hier nicht alles wissen über die Spinnenweben. Unter Wasser? Ich bin mir nicht sicher. Boah, Liara hat voll die coole Brille. Okay, und sie hat mir gerade das ganze Buch gespoilert. Sie hat mir gerade das ganze Buch erzählt. Oh no. Okay, dann... Ich bleib jetzt immer unter Wasser. Hier gibt es keine Spinnen. Hier, ich mal. Oh mein Gott, das stimmt. Aber es gibt Seeschlangen. Ja, komm, es gibt auch Schlangen draußen. Aber es gibt giftigere Schlangen unter Wasser. Bist du sicher? Mhm. Okay. Aber ich bin im Meer, ich kann schnell schwimmen. Es gibt noch ein oberes Stockwerk. Geheimes Stockwerk. Ich guck kurz, ob man irgendwo Häuser finden kann. Okay, mach das mal. Ich habe einen Geheimweg. Ich habe einen Geheimgang. Durch das Bild, durch. Ernsthaft? Oh, süß. Ja. Oh, hier ist so ein kleines Café. Oh hey, mein cool. Gott. Fred und ich sind im Café. Wir bleiben hier. Hier gibt's Muschelsuppe und Kaffee. Oh mein Gott, hier ist irgendeine Krabbe, die was hämmert. Hallo, Mr. Krabbe. Wie geht's dir? Mr. Krabson. Mr. Krabson. Er heißt wirklich Mr. Krabson. Ich find's cool, dass ihr das macht. Howdy, ich bin Mr. Krabson. Ich bin der Bauarbeiter hier. Hallo, ich bin Ronja. Okay, freue mich, dich kennenzulernen. Sorry, ich muss hier wirklich arbeiten. Ich habe hier Zeitdruck. Oh, okay. Ich will Mr. Krabson dann natürlich nicht weiter stören. Voll süß, was meinst du, was der baut hier? Wird es irgend so ein Palast? Ich frage ihn gerade. Er macht ein Atlantian. Hä, voll cool. Ah, ich glaube, damit wir wieder zu unseren Häusern kommen. Er sagt, unsere Häuser sind weggeschlossen und wir kommen durch das Gate, kommen wir zu unseren Häusern. Aber das dauert wahrscheinlich noch, dass er dran arbeitet. Oh, okay. Dann müssen wir ja später nochmal schauen. Aber so lange können wir uns bestimmt irgendwie hier uns gemütlich machen und müssen auch noch keine Häuser, ja, oder? Ein bisschen Kaffee trinken im Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke Schokolade. Was trinkst du? Schokolade? Heiße Schokolade? Ja, finde ich lecker. Ja, da war ich auch immer großer Fan von, muss ich sagen. Heiße Schokolade schmeckt mit Hafermilch. Mit Hafermilch. Der besten Pflanzenmilch, die es gibt. Ja. Yeah. Alles klar. Das war's dann aber mit dieser Folge Mermaid Life. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut auch gerne bei Easy vorbei. Wie gesagt, da haben wir auch eine Folge von dem Spiel hier gemacht. Das, falls ihr es nicht gesehen habt, ist in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.